Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Teil 4 von Wer weiß denn sowas? Wir gehen wieder zu Elton. Ach, ist doch scheißegal, was für ein Fotzerkopf mir da nehme. Wie der aussieht oder was für wer das ist, ist kurz egal. Ich freue mich natürlich tierisch auf die neuen Fragen. Wer weiß denn sowas? Sharon Holker und Elton. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Wer weiß denn sowas. Hier ist schon wieder eine Wahnsinnsstimmung im Studio. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wussten Sie eigentlich, dass die Venus sowohl als Morgen- als auch als Abendstern im Himmel zu sehen ist, weil sie die Sonne schneller umkreist als die Erde? Ja, wir spielen heute mit zwei wunderbaren Teams. Wir schauen mal auf die Publikumsverteilung. Wie viele Zuschauer sitzen hinter welchem Team? Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Zwölf Kategorien, zwölf Fragen für jede richtige Antwort. 500 Euro plus zwei Publikumsjoker, einen für jedes Team. Und es geht los. Jetzt geht's los. Hier ist unsere Wand. Das sind die heutigen zwölf Kategorien. Einspruch, Clever, Big 17, Großbritannien, Japan im Grünen, Genies, tierisch, Verbraucher, das Fragezeichen, total genial und Backstube. Jungs, ihr wisst ja, ihr kennt mich, ihr das wisst, was Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Ganz klar. Ja, nehmen wir tierisch. Goliath-Frösche. A. Quaken so laut wie ein Nebelhorn. B. Werden schwerer als die kleinste Antilopenart. Oder C. Können Menschen mit ihrer Zunge die Finger brechen. Also ich weiß zumindest, was ein Goliath-Frosch ist. Das sind die größten existierenden Frösche auf diesem Planeten. Aber werden schwerer als die kleinste Antilopenart. Dazu muss man wissen, was ist die kleinste Antilopenart? Ich kann mir das nicht vorstellen. Auf jeden Fall, das sind Riesenviecher, die diese. Können Menschen mit ihrer Zunge die Finger brechen? Also das kann ich mir nicht vorstellen, also sorry. Also entweder ist es A oder B. So, Quaken so laut wie ein Nebelhorn. Aber das kann, ja, aber trotzdem kann es doch vielleicht sein, wenn die so ein Volumen haben und richtig laut. Also B auf jeden Fall ausschließen. Ich weiß nicht, du musst ja überlegen, was ist die kleinste Antilopenart? Das ist sie, das. Wir haben mit Sicherheit eine richtige physikalische Kraft. Mich stört halt nur dieses wirklich Können. Also wenn da steht Können, also das ist nur kleinkariert jetzt, aber wenn da steht Könnten Menschen ihre Zunge die Finger brechen, wäre ich sofort dabei. Also ich tendiere echt auf Antwort A. NMC. Oh! Alles klar, wir haben C eingeloggt. Ich wollte A. So, hier kommt die. Oh, ich dämlicher Idiot. Der Goliath-Frosch Conraua Goliath trägt seinen Namen zurecht. Mit seiner Kopfrumpflänge von bis zu 40 Zentimetern gehört der in Westafrika lebende Froschlurch zu den größten seiner Art. Manche Exemplare bringen weit über 3 Kilogramm auf die Waage. Das ist mehr als das zu den Antilopen gehörende Kleinstböckchen, das nur etwa 2,5 Kilo wiegt. Na ja, gut, der Hilfe ist ja falsch gehabt. Es bleibt erstmal bei 0 Euro, aber. Das ist aber das, was ich gesagt habe. Du musst wissen, was für eine Antilopenart ist das dann? Entscheiden wir uns für das Fragezeichen. Dann nehmen wir das Fragezeichen. Das Fragezeichen, bitte.
Das sogenannte Schweizer Käsemodell wurde entwickelt, um a. Fehler und Gefahren einzuschätzen, b. Urheberrechtsverletzungen aufzudecken oder c. Kinder zu gesunder Ernährung zu bewegen. Sag mal, was sagst du zu A? Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Wäre B möglich? Bei Urheberrechtsverletzungen kann ich mir vorstellen, geht man hin und nimmt Teile heraus aus einem Werk und vergleicht die dann miteinander. Weil das einfacher ist als das gesamte Werk. Wir loggen B ein. Wir haben B eingeloggt. Gott sei Dank muss ich das nicht beantworten. Beim Schweizer Käsemodell des britischen Psychologen James Reason dienen einzelne, hintereinander liegende Käsescheiben als Schutzschicht in einem Sicherheitsmodell. Idealerweise ist jede Scheibe intakt. In der Realität aber hat jede mindestens ein Loch, durch die ein Fehler schlüpfen kann. Die nächste Schicht dient daher als Backup. In einem ungünstigeren Fall liegen aber alle Löcher so, dass sich ein Fehler durch alle Sicherheitsebenen zieht. Das Modell wird zur Risikoeinschätzung, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in der Luftfahrt, eingesetzt. Es bleibt bei 500 Euro. Bei 0 Euro, du Affe. Nächste Kategorie. Gott, mein Nerv. Gottes Wille, ey. Machen wir mal das, hä? Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Machen wir halt mal. Wie lässt sich die giftige Herbstzeitlose vor der Blüte von essbaren Bärlauch unterscheiden? A. Ihre Blätter sind fester und glänzen beidseitig. B. Die Blattspitzen sind gräulich. Oder C. Sie hat ein Blatt pro Stiel. Gottes Willen. Da müssten wir erst mal wissen, wie das blöde Mistding aussieht. Da machen wir gar nicht lachen. Eine sehr schöne Frage. Wir fragen das Publikum. Da machen wir gar nicht lachen. Wer weiß das? Alles, was mit Blumen zu tun hat, kannst du mir von mir als getrosten. So, wen wollt ihr denn? Der Buckel runterrutschen. Was muss man da drauf machen? Sie glauben, das beantworten zu können. Ich sag B. Ich glaube schon. Also ich würde sagen, es ist Antwort A. Darüber habe ich mal was gelesen. Mach Dinge. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Zur Sammelzeit des Bärlauchs im Frühjahr gedeiht mit ihren bunten Blüten auch die giftige Herbstzeitlose. Neben dem fehlenden Geruch lässt sich der Doppelgänger vor allem an den Blättern erkennen. Die Blätter des Bärlauchs haben einen deutlich erkennbaren Stiel, eine matte Unterseite und sind weicher. Die Blätter der Herbstzeitlose hingegen sind fester und glänzen beidseitig. Passt schon. 500 Euro auf eurem Konto. Wie geht's bei euch weiter? Verbraucher klingt doch interessant. Verbraucher? Verbraucher nehmen wir. Anhand eines Sechsecks und einem von 10 Buchstaben können Verbraucher in der gesamten EU seit 2021 erkennen: A. An welchem Platz ein Heizkörper angebracht werden sollte. B. In welchem Maß ein Fleischprodukt verarbeitet wurde. Oder C. Welche Ladesäule mit ihrem Elektroauto kompatibel ist. Sag mal, fällt dir zu B was ein? B, oder? A vielleicht? Das wäre zu einfach. Wir glauben B. Also, ja. B ist eingeloggt. Hier ist die Lösung. Ladestecker und Buchsen für Automobile, die vollständig oder zum Teil mit Strom betrieben werden, gibt ab es in verschiedenen 21, Ausführungen. Also das hört sich um eher nach Elektroauto an. Zapfsäulen für Klarheit zu sorgen, gibt es künftig europaweit eine neue Kennzeichnung. Passen die Buchstaben in den Sechsecken auf der Ladebuchse des Autos und auf dem Stecker der Ladesäule zusammen, können Verbraucher ihren Akku problemlos laden. Es bleibt bei 0 Euro. Nächste Kategorie, bitte. Gott, mein Nerv. Einspruch. Stattgegeben. Da sich 2018 ein Elternpaar aus Bayern nicht entscheiden konnte, welchen Vornamen es für sein Kind wählen sollte: A.
Bestimmte ein Gericht, wer von beiden der Namensgeber sein darf? B. Wählte das Jugendamt den beliebtesten Namen des Vorjahres aus? Oder C. Übernahm ein Notar die Entscheidung des Vornamens? Also ihr werdet es nicht glauben, aber das ist so saublöd, dass es eigentlich nur Antwort A sein kann. Weil ich, wenn du dich ewig lang streitest, die Frau will, dass der Kerl Peter heißt und der Mann will, dass er Karl heißt, und die können sich ums Verrecken nicht drauf einigen. Also was macht man? Das geht so weit, bis ich irgendwann vor Gericht lande. Und ich meine, vor Gericht gab es ja schon die tollsten Dinge. Das ist ja das Geilste von der Welt. Aber wählte das Jugendamt den beliebtesten Namen des Vorjahres aus? Also die können doch nicht einfach hergehen und können von sich aus sagen, hier, der ist jetzt so und so. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Schnauze, du Punk! Übernahm ein Notar die Entscheidung des Vornamens? Na, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich, der Name geht ja nur über die Eltern und nicht über Notar, Jugendamt oder sonst irgendwas. Also kann es eigentlich im Prinzip wirklich nur Antwort A sein. Ich weiß es tatsächlich absolut nicht, aber allein von den Antworten würde ich sofort auf A tippen. Ja, das ist das, was ich sag, ja. Also, keine Ahnung. C würde ich ausschließen. Ja, das ist definitiv Antwort A, also tut mir leid. Ihr nehmt A. Hier ist die Lösung. Die Namenswahl des Kindes kann bei werdenden Eltern zu Streit führen. In einem Fall führte dies ein unentschlossenes Elternpaar sogar vor das Amtsgericht Regensburg. Da beide sich nicht einigen konnten, musste ein Richter den Namensgeber bestimmen. Daraufhin durfte die Mutter den ersten Namen bestimmen, während der Vater die freie Wahl beim Zweitnamen hatte. Was man hier alles lernt, oder? 1000 Euro. 500 sind gerade dazugekommen. Ich wusste es. Nächste Kategorie. Was hältst du von Japan? Ah, sehr gut. Japan, bitte. Was hinterließen Pilger in der Edo-Zeit in japanischen Tempeln, dem Sangake-Brauch nach, für andere Tempelbesuche? A. Schriftrollen mit Routen zu anderen sehenswerten Orten. B. Wanderstöcke mit eingeritzten Lieder- oder Gedichtzeilen. Oder C. Tafeln mit geometrischen Rätseln als geistige Herausforderung. Sag mal, ich weiß nicht, aber in solche Dinger liegt hier unglaublich viel Schriftrolle und so ein Scheißdreck rum. Also denke ich mal, sie ist Antwort da. Ich weiß es aber nicht. Also wir nehmen A. A ist eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. In der Edo-Zeit vom 17. bis zum 19. Jahrhundert erblühte in Japan der Sangake-Brauch. Die Anhänger befassten sich mit geometrischen Rätseln, die sie auf Holztafeln festhielten. Diese Sangake hinterließen sie in Schreinen und Tempeln, wo sie andere Besucher inspirieren und herausfordern sollten. Heute sind noch etwa 880 Tafeln erhalten, die über ganz Japan verteilt gefunden wurden. Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. So, wie machen wir weiter? Gute Frage. Ich nehme es ungern, aber ich sage mal... Hast du mal in Großbritannien irgendwie? Als Stranger Knights werden seit dem 14. Jahrhundert Mitglieder des ranghöchsten britischen Ritterordens bezeichnet. A. Deren Identität geheim bleiben soll. B. Die direkten Zugang zum Monarchen haben. Oder C. Die keine Untertanen der britischen Krone sind. Strange ist doch, glaube ich, stark oder sowas in der Art, oder? Also wie gesagt, ich bin nicht besonders gut in Englisch. Also Strange ist so irgend sowas in der Art wie stark. Boah, Alter, keine Untertanen der britischen Krone sind, deren Identität hier reinbleiben soll. Boah, Alter, ey, das ist echt übel, ey. Ich hab keine Ahnung, ey. Ich verstehe die Frage nicht und deswegen bleibt für mich nur A.
Das ist schon mal völliger Quatsch. Wie sicher bist du denn bei C? Also für mich hört sich irgendwie das Antwort A irgendwie mit am besten O. Weil ich die Ranghöchsten müssen ja nicht unbedingt erkannt werden. Also die sollten ja eigentlich mehr nur Befehle praktisch oder so in der Art, ne? Also von daher, ich glaube, Antwort A, die nehmen wir sich irgendwie mit der Beste. Ihr nehmt da. Wir lösen es auf, es führt kein Weg dran vorbei. Wir lösen es auf. Der ranghöchste Ritterorden Großbritanniens wurde 1348 vom englischen König Eduard III. Gestiftet. Inspiriert durch die Legende um König Artus, vereinte er 25 mutige Ritter unter dem Motto Onisoir qui mal y pense, was so viel bedeutet wie beschämt sei, wer Schlechtes dabei denkt. Einige Ordensmitglieder kamen aus Frankreich. Sie erhielten die Bezeichnung Stranger Knights und waren im Vergleich zu sogenannten Subject Knights keine Untertanen der britischen Krone. Zu Stranger Knights werden heute vor allem ausländische Monarchen ernannt. Es bleibt bei 1000 Euro. So, weiter gehen wir. Larven, ne? Nehmen wir Trick 17? Aha. Wir nehmen Trick 17. Damit Spargel nach dem Einfrieren fast wie frisch schmeckt, sollte er A. vor dem Einfrieren gut gesalzen werden, B. noch gefroren ins kochende Wasser gegeben werden oder C. ungeschält eingefroren werden. Wäre für dich B eine Möglichkeit? Also B würde ich ausschließen. Antwort A. So. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Ich bin für A. Ihr habt A eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Das hab wir ich haben noch nie die gehört. Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Wer sich die Spargelzeit verlängern möchte, kann das Gemüse problemlos einfrieren. Dazu den gewaschenen Spargel schälen und von den holzigen Enden befreien. Nun die Stangen im rohen Zustand ins Gefrierfach geben. Dort halten sie bis zu einem halben Jahr. Um den Spargel später zuzubereiten, werden die Stangen nicht erst aufgetaut, sondern noch gefroren in das kochende Salzwasser gegeben und bis zur gewünschten Bissfestigkeit gegart. So werden sie nicht matschig und schmecken fast wie frisch. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Wir haben noch 4 Kategorien. Und was für blöde. Was? Nimm es doch einfach. Ja, mach ich ja. Wer mit Proteinmehl backen will, sollte wissen, dass A. das herkömmliche Mehl nicht 1:1 ersetzt werden kann, B. die hinzugegebene Flüssigkeit halbiert werden sollte oder C. kein Backpulver verwendet werden darf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder mal keine Ahnung. Heute ist echt nicht mein Tag. Das hört sich irgendwie ein bisschen alles logisch an. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber. Ich weiß echt nicht. Was ist herkömmliche Mehl? Also das ist das Weizenmehl, es gibt auch schon Dinkelmehl. Das finde ich das ein bisschen so schwammig. Proteinmehl, ist das sehr eiweißhaltig? Also ich habe zuerst gedacht, das klebt unfassbar. Deswegen habe ich vielleicht gedacht, dass es B ist. Dass wenn man zu viel Flüssigkeit zugibt, dass das einfach nur noch eine pumpige, ekelhafte Masse ist. Mhm. Was kann da passieren, wenn da zu viel Eiweiß drin ist? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Frage, ne? Keine Ahnung. Komm. Naja, die goldene Mitte. Wir haben B, meine Damen und Herren. Und hier ist die Lösung. Proteinreiche Spezialmehle werden zum Beispiel aus Linsen, Kichererbsen, Hanf und Lupinensamen hergestellt. C.
Sie haben einen höheren Eiweißgehalt als Getreidemehl und eignen sich vor allem für eine kohlenhydratarme oder vegane Ernährung. Sie können jedoch herkömmliches Mehl nicht 1:1 ersetzen. Es sollten nur um die 20% der gesamten Mehlmenge durch Proteinmehl ersetzt werden. Das liegt unter anderem am fehlenden Klebereiweiß Gluten, das für eine stabile Struktur des Gebäcks wichtig ist. Wie gesagt, das hat sich alles... Bleibt bei 1.000 Euro. Wir haben noch 3 Kategorien. Was hältst du von total genial? Und total genial ist nochmal so ein Haushaltstipp. Wir nehmen total genial. Eine rohe, geriebene Kartoffel eignet sich als A. Eiersatz bei der Zubereitung von Frikadellen, B. natürliches Bleichmittel zum Aufhellen von verfärbten Zähnen oder C. Lösungsmittel zum Entfernen von Leimflecken auf Kleidung. Wäre B möglich? Glaube ich nicht. Antwort A. Ich tendiere vom Gefühl am ehesten zu A. Wir sagen A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Kann das wirklich sein? Ohne nicht gehört, also. Wer kein Ei mehr zu Hause hat, kann stattdessen eine rohe Kartoffel verwenden. Sie wird geschält, gerieben und unter die Hackfleischmasse gehoben. Die in der Kartoffel enthaltene Stärke sorgt ebenso wie ein Ei für die nötige Bindung und die Frikadellen behalten beim Braten ihre Form. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Ja, jetzt muss ich ja richtig sagen, ne? Hier, sonst holen die uns noch Ei her. Ungern! Dann nehmen wir clever. Ungern. Absolut ungern. Mit den meisten Nasentropfen gegen Schnupfen lassen sich auch A. leichte Blutungen stoppen, B. Muskelverspannungen im Nacken lösen oder C. Blasen an Händen und Füßen behandeln. Also warum? Fangen wir bei A an. Das sind leichte Blutungen. Das heißt, du hast dich kurz geschnitten, da kommen halt ein paar Tröpfchen Blut raus. Warum zum Geier sollte man sich Nasentropfen auf das Ding pfeffern? Also, hört sich für mich nicht logisch an, tut mir leid. Muskelverspannungen im Nacken lösen, finde ich auch genauso beschissen. Blasen an den Händen und Füßen behandeln, also für mich hört sich das alles drei schwachsinnig an. Ich habe keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich wird es denn A sein. Ist doch Blödsinn. Also das kann ich mir, also B kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also sorry, aber... Okay, schießen wir mal C aus. Ich weiß nicht. Nasentropfen sind ja dafür da, dass der Schnupfen weggeht. Das heißt, da muss ja irgendwas drin sein, wo das zurückhält oder sonst irgendwas. Das könnte natürlich... keine Ahnung, ey. Ich weiß es echt nicht, ey. Wie soll ich denn das erklären? Nasentropfen, wenn du Schnupfen hast, Nasentropfen, dann hört es ja auf. Das heißt, die Nase läuft nicht mehr. Was natürlich... im Prinzip mit leichten Blutungen natürlich auch sein kann, ne? Weil ich, wenn du das da drauf sprühst oder sonst irgendwas, dass das dann praktisch irgendwie so eine Art, wie sagt man das? So eine Art Film könnt drüber ihr euch legt. Jetzt mal entscheiden? Schnauze, du Punk! So eine Art Film drüber legt, dass das dann dementsprechend dann sofort aufhört zu bluten. Also nehme ich einfach mal A. Bin im A. A ist eingeloggt. Sag ich jetzt. Egal welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Nasentropfen sorgen für ein Abschwellen der Nasenschleimhaut. Doch auch bei der Wundbehandlung können sie hilfreich sein, da sie oft Xylometazolin enthalten.
Der Wirkstoff sorgt für eine Verengung der Blutgefäße. Ein mit Nasentropfen getränkte Kompresse auf einer Wunde kann so eine leichte Blutung stoppen. Läuft! 500 Euro dazu, wir sind bei 1500 Euro. Die letzte Frage vor der großen Masterfrage vom Finale. Genies. Der 1646 geborene Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelte bereits die Basis für A. den Ottomotor, B. moderne Computersysteme oder C. die Nutzung von Kautschuk für Autoreifen. Wie ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwas mit dem Leibniz-Buddha-Keks. Also ich glaube, es ist A. B würde ich ausschließen. Wir nehmen A. Ihr nehmt A. Wir werden es sofort überprüfen. Gottfried Wilhelm Leibniz wurde im 17. Jahrhundert in Leipzig geboren und war Universalgelehrter. Als Mathematiker schuf er sein vielleicht prägendstes Werk. Er entwickelte das binäre Rechensystem, das sämtliche Zahlen mit den Ziffern 1 und 0 ausdrückte. Der tiefgläubige Leibniz ließ sich dabei von der Bibel inspirieren. Die Ziffern waren für ihn ein Sinnbild der göttlichen Schöpfung. Das binäre Rechensystem ist heutzutage fester Bestandteil der Computertechnik und ermöglicht es, komplizierteste Rechenaufgaben in kürzester Zeit zu lösen. So, es bleibt bei 500 Euro. Wir schauen auf den Zwischenstand vor dem Finale. Das Team Bernhard, 500 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1500 Euro. Beide Teams haben ja jetzt noch die Möglichkeit, den Betrag sogar maximal zu verdoppeln. Also es ist ja noch gar nichts entschieden, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur entscheidenden Frage. Wir kommen jetzt zum Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Serien. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Jetzt kommt bestimmt irgend so ein Scheiß wie so typische Frauenserie, wo kein Schwein interessiert. So, beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. So was wie Sex in the City oder irgend so ein Rotz. Wie heißt Carrie Bradshaw, ewige Liebe, Mr. Big in der Serie Sex in the City mit Vornamen? A. Steve, B. John oder C. Harry? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Das ist nicht wahr, oder? Ey, Jungs, ich hab das wirklich noch nicht vorher gespielt. Das war wirklich nur gerade, gell? Keine Ahnung, ey. Ich entscheide die Gosche gar nicht. Wir schauen, was ihr gesetzt habt. Ich hab das echt vorher nicht gespielt, Jungs. Ich hab keine Ahnung. Das Team Elton. So, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Team Bernhard tippt auf. Antwort A. Team Elton tippt auf. Antwort C. Schauen wir auf die Auflösung. Harry Goldenblatt ist Charlottes zweiter Ehemann. James Preston, genannt Mr. Big, oder Steve Brady. Carrie Bradshaws ewige Liebe Mr. Big in der Serie Sex in the City heißt John James Preston. Das heißt, beide Teams fallen auf Null zurück. Oh. Naja, aber es gibt auch nicht wirklich einen Sieger, ne? Was ja eigentlich unentschieden. Und ich sage, Jungs, alleine dafür, dass ich das jetzt gerade durch dumme Zufall rausgekriegt habe, dass das sowas wie Sex in the City und dann kommt noch so eine Scheiße, müsste ich normalerweise schon 500 Euro extra kriegen dafür. Skandalös, ey. Hätte er nicht sowas bringen können wie, was weiß ich, Al Bundy oder Criminal Minds oder was weiß ich was, Mentalist, Knight Rider und was der Geier, was ist alles? Nein, es muss so eine verdammte Scheiß-Weiber-Serie sein, wo kein Schwein interessiert. Mein Nerven. Was soll's? Ey, unglaublich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 0 Euro. Egal.
Wenigstens habe ich meine Errungenschaft gekriegt dafür, weil keiner was gewonnen hat. Finde ich geil. Läuft bei mir. Jo, und es läuft auch natürlich ewig weiter. Das war Show Nummer 4. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Einschalten und lasst einen echt nochmal einen Daumen da, Alesche, für die letzte Frage gerade eben, weil das hat doch wirklich jetzt einen Daumen verdient, oder? Ich bin ratlos. Was sonst? Ich bedanke mich nochmals fürs Einschalten. Sagt tschüss, ciao mit V und bis zum nächsten Mal.